أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدًا رسول الله صلى الله عليه وسلم أما بعد Alles Lob gebührt Allah subhanahu wa ta'ala, dem Herrn der Welten, dem Allerbarmer, dem Barmherzigen, Allah subhanahu wa ta'ala, dem König, Allah azza wa jal, der Leben gibt und Leben nimmt, Allah subhanahu wa ta'ala, dem Schöpfer, dem alles gehört. Alles gehört Allah azza wa jal, liebe Geschwister. Von der kleinsten Schöpfung bis hin zu der größten Schöpfung, dein Thron. Allah subhanahu wa ta'ala, den loben wir und den bitten wir um Vergebung. Und zu ihm suchen wir Zuflucht vor unserem eigenen Übel. Und Frieden und Segen sei auf den besten Menschen, auf die beste, bevorzugte Schöpfung, auf den Propheten Muhammad sallallahu alaihi wa sallam. Frieden und Segen sei auf ihn, auf seine Gefährten und auf jene, die ihm folgen werden bis zum Tag der Auferstehung. Alhamdulillah, heute hier versammelt, damit wir über unsere Religion sprechen. Ich habe ein Thema ausgesucht und ich spreche über eine Angelegenheit, liebe Geschwister, weil dieses Thema unter den Menschheit keine Zweifel gibt. Das, was ich anspreche, die Menschen haben keinen Zweifel mehr. Das ist nichts anderes außer dem Tod. Al-Maut, das Sterben. Menschen zweifeln daran nicht, dass sie sterben. Menschen wissen, dass sie sterben. Ein Muslim glaubt daran, ein Nicht-Muslim glaubt daran. Ein Buddhist glaubt daran, ein Hinduist glaubt daran, ein Atheist glaubt daran. Egal welche Situation, welche Glaubensrichtung der Mensch hat, er weiß, er wird sterben. Es gibt kein Zweifel daran. Es gibt manche Leute, die behaupten, sie kommen wieder oder denken, sie werden wiederkommen, aber jeder weiß, wir sind einmal auf dieser Erde, wir haben eine Chance, eine Möglichkeit und dann ist es vorbei. Allah subhanahu wa ta'ala sagt das uns Muslime ganz klar im Koran, jede Seele wird sterben oder jede Seele wird den Tod kosten. Und er sagt in anderen Versen, wahrlich, du wirst sterben zum Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam und wahrlich, sie werden alle sterben. Alle werden sterben. Guck mal, wenn ein Mensch einen Vorzug hätte, nicht zu sterben, wäre das der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam, weil der ist die bevorzugte Schöpfung. Aber selbst er ist gestorben. Selbst er ist gestorben. Sallallahu alaihi wasallam. Selbst Isa alayhi salam, den Allah azza wa jal emporgehoben hat, weil Isa alayhi salam wurde emporgehoben. Der wird wiederkommen und wenn er gekommen ist und seine Sachen erledigt hat, auch er wird sterben und die Muslime werden Janaza über ihn beten. Jeder wird sterben. Der Tod, liebe Geschwister, ist eine Wahrheit, die wir jeden Tag zu spüren bekommen, von der wir wissen, aber von der wir nicht hören wollen. Wir wollen nicht davon hören, weil das den Genuss zerstört, weil das den Genuss im Leben bitterer macht. Wir wollen aber auch nicht davon hören, weil wir denken, dass wir ewig leben werden, weil wir denken, wir werden nicht sterben. Die Art und Weise, wie wir auf dieser Welt leben, zeigt das. Wir leben auf dieser Erde, wie als würden wir diese Erde niemals verlassen. Dabei ist diese Erde nur eine Zwischenstation von dem wahren Leben, was danach kommt. Muslime möchten nicht hören, Menschen möchten über den Tod nicht hören. Der Prophet sallallahu alaihi wasallam sagt, vermehrt das Gedenken an den Genusszerstörer. Er ist wahrlich ein Genusszerstörer. Es ist etwas, liebe Geschwister, was die Jahiliyyah in uns wegmacht, der schlechte Gedanke unterdrückt,
Es ist etwas, liebe Geschwister, was uns nach vorne treibt. Weil wenn wir über den Tod nachdenken, wenn ich jetzt sagen würde, heute ist der letzte Tag von dir und von mir, wie würde gleich dein Gebet sein? Wie würde dein Fasten sein? Wie würde dein Erwähnen sein von Allah? Wie würde deine Koranrezitation sein? Was hättest du gespürt dabei? Geschwister im Islam, wir müssen uns gewisse Dinge mal vor den Augen halten. Und warum wir den Tod erwähnen. Was verdienen wir wöchentlich ungefähr? Was verdienen wir wöchentlich ungefähr? Was kann man durchschnittlich verdienen? 500 Euro? 500 Euro? Wöchentlich ungefähr, ja. Im Monat hast du 2000 Euro. Was machen wir für diese 2000 Euro? Was drehen wir und wenden wir nicht? Wie stehen wir morgens auf? Wie gehen wir spät zur Arbeit oder nachts zur Arbeit? Wie bemühen wir uns für diese 2000 Euro? Ihr kennt das doch. Ich habe letztens, jetzt vor zwei Tagen, mit einem Bruder gesprochen über Salat al-Fajr, über das Gebet in der Früh. Und er sagt zu mir, krass, ne, wenn man arbeiten muss, steht man auch einfach so auf. Oh, ich muss zur Arbeit, ich muss schnell zur Arbeit, ich komme zu spät. Aber dasselbe Gefühl haben wir nicht bis für das Morgengebet. Ja, jetzt im Ramadan, die Leute stehen alle auf zum Fajr, weil die wollen essen. Weil die wissen, wenn Fajr ist, dann gibt es nichts mehr zu essen. Dann stehen die alle wieder eins. Aber fragen wir uns außerhalb Ramadan, wie ist das Morgengebet? Für den König der Könige, für den Herrn der Welten, für den, der gibt und nimmt, für den, der den Tod erschaffen hat und das Leben, für den, der der Grund dafür ist, dass du hier bist. Er ist der Grund für deine Eltern, er ist der Grund für deine Frau, er ist der Grund für deine Kinder, er ist dein Grund für dein Atmen, er ist der Grund für deinen Herzschlag. Er ist der Grund für alles auf dieser Erde. Ihm gehört alles. Und er ist der Grund, dass du überhaupt hier heute sein darfst. Du bist nicht hier, weil du das wolltest, Achi. Allah hat dir erlaubt. Allah hat mir erlaubt, hier zu sein. Für den König, der alles gibt, selbst er ist der Grund deiner Versorgung, für den machen wir nicht. Aber für einen Arbeitgeber machen wir alles. Machen wir das Unmögliche möglich. Nicht 6 Stunden, nicht 8 Stunden, 10 Stunden, 12 Stunden, 14 Stunden arbeiten. Nicht 5 Tage, 7 Tage, 10 Tage, 13 Tage durcharbeiten. Kenn ich Leute, 13 Tage. Aber 20 Minuten am Tag verteilt für 5 Mal beten, Bruder, habe ich keine Zeit. Wie soll ich das? Dann kommen die Leute und sagen, wie soll ich das machen nachher mit dem Gebet? Was? Wie soll ich das denn machen? Wie machst du das, wenn du 10 Stunden arbeitest für diese 500 Euro wöchentlich, 2000 Euro im Monat, 4000 Euro im Monat? Wie machst du es da? Drehst du nicht und wendest alles? Stehst nicht morgens auf oder mittags oder nachts? Selbst wenn du manchmal krank bist, da drehen wir und wenden wir, was wir möchten. Aber ach, für Allah subhanahu wa ta'ala haben wir keine Zeit. Jetzt sage ich dir, leben wir auf dieser Erde, wie, als würden wir denken, wir werden für immer hier bleiben, als würde es keinen Tod geben. Allah subhanahu wa ta'ala sagt in Surat al-Mulk, er hat den Tod erschaffen und das Leben. Er erwähnt den Tod zuerst. Er hat den Tod erschaffen und das Leben. Ja, das muss eigentlich schon zum Nachdenken bringen. Brüder und Schwestern, es gab Menschen, die sind Schlafengang 18, 19, 16, 17 Jahre alt, wo wenn du sie fragst, sie denken, hey, ich bin noch da, voll, ich habe noch vielleicht 20, 30, 40 Jahre vor mir. Die sind nie wieder aufgewacht. Die sind nie wieder aufgewacht. Lass die Bruder reinkommen, mach hier vorne oder so.
Lass dich hier vorne gehen. Da, da, zwischen denen, guck mal, ich sehe da. Achim, Menschen, die sind sehr, sehr, sehr jung gewesen. Die haben ihr ganzes Leben vor sich gehabt, aber Allah subhanahu wa ta'ala hat nicht erlaubt. Und soll ich dir was anderes sagen? Jeder von uns war heute Morgen tot. Jeder von uns war heute Morgen tot. Jetzt sagst du mir, Bruder, wie geht das? Wie jeder von uns war tot. Was ist die Dua? Was ist die Dua, wenn du aufstehst? Wer kennt die Dua, wenn du aufstehst? Was sagt man, wenn wir aufstehen? Alhamdulillahi alladhi ahyana ba'da ma amatana wa ilayhi nushur. Wem loben wir Allah für was? Wir sagen, oh Allah, wir loben dir nach dem, was wir tot waren und uns zum Leben erweckt hast. Weil du warst tot, die Seele wird entfernt, wenn wir schlafen. Die Seele wird entfernt und sie darf nur durch Befehl Allahs wieder zurückkommen. Weil eigentlich die Seele will sowieso zurück zu Allah. Warum sagen wir, wenn jemand stirbt, inna lillahi wa inna ilayhi raji'un? Weil ich Allah gehöre, zu ihm kehren wir zurück. Die Seele möchte zurück. Allah erlaubt dir, dass die Seele in deinen Körper wiederkommt und wieder wach wird. Darum machen wir ja diese Dua. Auch wenn wir schlafen gehen. Bismika Allahumma amutu wa ahya. In deinem Namen, was? O Allah, sterbe ich und lebe. Weil du liegst, sie sterben. Yani, wir sehen den Tod näher, als ihr denkt. Es kann sein, dass ihr heute Abend schlafen geht. Und das muss in deinem Kopf sein, du wirst morgen nicht wach. Du musst diesen Gedanken, der Muslim muss den Gedanken des Todes bei sich behalten, weil erst dann ist er frei. Du bist frei von dieser Welt, wenn du dir bewusst bist und dir immer bewusst machst, dass du diese Welt verlassen wirst. Ein Sheikh und Da'i aus einem anderen Land hat das beste Beispiel gegeben. Wallah, ein Beispiel, das ich lange nicht gehört habe. Geschwister im Islam, ihr seid alle wahrscheinlich mal gereist. Die meisten von euch. Wenn wir jetzt von hier, von Deutschland, nach Australien, nach zu Malediven gehen würden, wo würden wir Transit machen? Meistens Dubai. Ja, die meisten machen Dubai Transit. Oder wenn du von hier nach Australien gehst, Dubai ist Transit. Das heißt, in Dubai steigst du aus, wächst das Flugzeug und fliegst weiter. Richtig? Der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam, was sagt er denn über dieses Leben? Wie sollen wir dieses Leben betrachten? Wie ein Reisender. Richtig? Wir sollen das Leben betrachten wie ein Reisender. Jemand auf der Durchreise. Weil wir waren tot, wir sind jetzt am Leben und wir werden sterben. Und dann wird uns Allah wieder erwecken. Wenn wir von hier nach Australien fliegen, das Ziel ist Australien, und Transit ist Dubai. Interessiert dich Dubai in diesem Moment oder nicht? Ja, du bist am Flughafen Dubai. Was willst du da sehen jetzt? Hältst du dich da auf? Schlägst du da Wurzeln? Fängst du da an, alles zu beobachten? Oder machst du dir Gedanken über Dubai und was kann man in Dubai machen und was kann man da nicht machen? Machst du nicht. Warum? Was ist das Ziel? Das Ziel ist Australien. Das Ziel ist ja nicht Dubai. Ist nicht ein Transitort. Wenn du jetzt von hier nach Saudi-Arabien fliegst, nach Mekka, machst du meistens Transit entweder in Ägypten, in der Türkei oder in Jordanien. So interessieren dich diese Transitländer. Beschäftigst du dich mit diesen Ländern? Tust du dich nicht beschäftigen, weil das ist nur Durchreise. So ist dieses Leben auch. Diese Erde ist Transit. Wir sind nur hier auf der Durchreise. Warum schlagen wir Wurzeln? Warum machen wir sie wichtiger als die Religion Allahs? Warum machen wir die Dunya wichtiger als Allah selbst? Weil derjenige, der nicht schafft, fünfmal am Tag zu beten, du hast dieses Leben wichtiger gemacht als Allah. Weil Allah subhanahu wa ta'ala das, was er verlangt und verpflichtet, das muss sein. Da gibt es keine Fragezeichen. Da gibt es nicht, ich überlege und ich mache mir Gedanken. Was Licht ist, ist Licht.
Wir können es nicht ändern. Wenn der Prophet sallallahu alaihi wasallam sagt, Bunya al-Islamu ala khams, der Islam baut auf fünf, diese fünf Sachen, der Religion baut darauf. Die müssen sein. Die können wir nicht verändern. Aber wir denken, wir haben Zeit. Wir denken, wir haben Zeit. Ach, kein Problem. Wir nehmen diesen Transit, diese Erde, als würden wir sehr viel Zeit haben. Ach, ich mache im Alter Hajj. Ich mache später Hajj. Ich mache später. Ich fange später an. So gehen wir schlafen und so wachen wir auf, bis der Tod uns ereilt. Und wenn der Tod uns ereilt, ist das für uns wie eine Backpfeife. Warum? Weil wir nicht vorbereitet waren. Weil wir diesen Tod nicht erwähnt haben, weil wir nicht über Tod hören wollen. Wir wollen zusammenkommen und dass wir immer glücklich sind und immer lachen. Habibi, wer dir gesagt hat, du wirst auf diesem Leben glücklich, hat dich angelogen. Dieses Leben ist nicht hier, um glücklich zu werden. Du erreichst vielleicht innere Zufriedenheit durch die Religion, innere Zufriedenheit. Aber hier ist nicht etwas, was Glück ist hier von, nicht mal von Dauer. Glück ist hier nicht von Dauer, vielleicht ein paar Momente. Sonst musst du arbeiten, tun und machen. Hatte der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam in seinen 23 Jahren Nubuwa, hat er irgendwie 23 Jahre Glück gehabt oder hat er das nicht gehabt? Hat er sich nicht gar nicht schon geblutet? Da hat er sich nicht bemüht und gemacht und getan? Hat er nicht gebetet, bis er Wunden in seinen Füßen hatte, obwohl er es nicht musste? Und ich muss kommen und dir sagen, du musst fünfmal am Tag beten, Bruder. Du musst 20 Minuten Allah geben. Bitte 20 Minuten, gib sie doch. Während du 40 Stunden jemand gibst, der nicht der Grund dafür ist, dass das deine Versorgung ist. Weil Allah versorgt. Allah versorgt, Achi. Wenn wir sagen, wer ist der Versorger? Alle würden sagen, Allah. Aber wir glauben nicht daran. Allah will keine Lippenbekenntnisse oder Lippenbewegungen. Allah will Taten aus dem Herzen. Er will sehen, dass wir was tun. Weil wir keine Zeit haben. Wir haben keine Zeit bei Allah, dem Herrn der Welt. Wir haben keine Zeit, Bruder und Schwester im Islam. Du machst dir Gedanken, ob du dich bedecken sollst. Du hast keine Zeit. Dieser Gedanke ist Verschwendung. Bedeck dich vor Allah. Du machst dir Gedanken, ob du jetzt anfangen sollst zu praktizieren. Du hast keine Zeit, darüber nachzudenken, Bruder. Oder hat dir jemand gezeigt, wie viel Zeit du noch hast? Eine imaginäre Uhr, die tickt immer weiter. Bruder, vielleicht steht bei mir 2 Stunden noch. Vielleicht steht bei mir nur 2 Tage. Ich weiß das doch nicht. So hat Allah den Tod erschaffen. Unkenntnis, wann er kommt. Unkenntnis, wie er kommt. Hat er uns nicht verraten. Jetzt müssen wir uns die Frage stellen, sind wir bereit, vor Allah uns zu stellen? Bist du bereit, dich vor Allah zu stellen? Frag mich, Bruder, ich bin bereit, Bruder. Frag mich. Ich weiß nicht, wie ich manche Sachen sagen soll. Ich weiß nicht, was ich Allah in manchen Taten nicht sagen soll. Wenn er mich fragt, warum hast du so gemacht? Wallah, Bruder, ich weiß es nicht, wie ich diesem König der Könige, dem Herrn der Welt, dem Alabama Barmherzigen, dem Gerechten seiner Strafe, wie ich den sagen soll, ich habe es gemacht, Bruder. Weil manche Leute denken, das wird klappen. Ah, wird schon funktionieren. Allah Ghafur Rahim. Allah ist einfach der Vergebende, der Barmherzige. Natürlich ist Allah der Alabama, der Barmherzige. Ohne Zweifel, Bruder. Ohne Zweifel. Aber schau auf deine Vorfahren. Guck mal, was deine Vorfahren gemacht haben. Warum hat. Und guck mal, ich gehe jetzt nicht auf Sahaba, ja? Sahaba radiallahu anhu sind Sterne, Bruder. Immer Malik, Abi Hanife, Shafi, Ahmed, Namen, die ihr immer gehört habt. Guck mal, was die gemacht haben, wie sie ihr Leben gelebt haben in dieser Religion. Warum haben die so viel gemacht und getan und geopfert? Warum haben die so viel gemacht? Weil die das nicht wussten, dass Allah alle vergeben und barmherzig ist. Irgendwas haben wir doch hier verdreht. Irgendwas haben wir hier verdreht. Wir ruhen uns auf irgendwas aus. Merkt ihr nicht, dass der Shaitan, la'natullah, uns reingelegt hat? Er legt uns rein. Warum? Weil wir uns mit der Religion nicht beschäftigen und nicht Wissen erwerben. Uqsimu billah, ikhwan wa akhawat, Brüder und Schwestern. Ich schicke euch eine Sache nach und dann gebe ich ein Hadith und Bände.
Bitte beschäftigt euch mit der Religion und das Wissen der Religion. Lernt eure Religion. Religion ist nicht nur, wir treffen uns in einen Saal, wir machen emotionelle Vorträge, Alhamdulillah, auch schön, alles gut. Und das nein, Religion ist, dass du lernst. Allah Azza wa Jalla sagt im Koran, فَعْلَمْ أَنَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ. Du sollst wissen, wahrlich, es gibt keine Gottheit außer Allah. Also lerne über Allah subhanahu wa ta'ala. Wer ist Allah Azza wa Jalla? Was verlangt? Warum? Weshalb? Wieso? Dann bist du geschützt bei Allah Azza wa Jalla. Du musst deine Religion lernen. Und wir haben Möglichkeiten. In Deutschland gibt es so viele Möglichkeiten, Achi. Und auch es gibt so viele Möglichkeiten online. Du kannst Seminare besuchen. Schuyuch verlassen ihre Städte. Sheikh Abdul Hussein aus Leipzig, der kommt nach Duisburg. Das sind fast 600 Kilometer. Normalerweise, wir müssen zum Wissen gehen, nicht das Wissen zu uns. Ja, die Möglichkeiten sind da. Vergiss das nicht. Lernt eure Religion. Ich gebe euch jetzt einen Hadith als Balsam fürs Herz. Ein Hadith von Talha ibn Ubaydullah. Sehr schöner Hadith. Hadith authentisch bei Ibn Majah. Talha ibn Ubaydullah berichtet von zwei Leuten, die den Islam angenommen haben, von dem Stamm Belli. Die haben gleichzeitig den Islam angenommen. Beide gleichzeitig. Der eine von den beiden war jemand, der sich ein bisschen mehr bemüht hat in seiner Religion. Ja? Und der hat in einer Schlacht mit dem Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam gekämpft und ist gefallen, ist Schahid geworden. Und wir wissen, Shuhada, liebe Geschwister, in der Zeit des Propheten sallallahu alaihi wasallam, wenn du gelebt hast, diese Möglichkeit erreicht hast, das viel Hassan. Das ist eine andere Stufe, ja. Der andere hat ein Jahr länger gelebt und ist danach in sein Bett gestorben. Talha ibn Ubaydullah, nachdem beide gestorben sind, träumt von den zwei, dass er mit den zwei vor dem Tor des Paradieses steht. Der Engel kommt von dem Tor und sagt zu dem, der in sein Bett gestorben ist, komm rein, komm ins Paradies rein. Dann kommt er nach einer Weile wieder und sagt zu dem, der Schahid geworden ist, komm rein, komm ins Paradies rein, jetzt du. Und dann kommt er wieder und sagt zu Talha, geh. Es ist noch keine Zeit für dich, du bist noch am Leben. Talha steht auf, wird wach, macht sich Gedanken über diesen Traum und denkt sich, subhanallah, und erzählt das den Leuten der Medina, weil er wundert sich, wie kann sein, dass der in sein Bett gestorben ist, vor dem ins Paradies kommt, der Schahid geworden ist, in einer Schlacht mit dem Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ja, wie geht das? Und erzählt das die Leute von Medina und die Leute wundern sich dann, ja krass. Aber am Ende haben die zu ihm gesagt, guck mal, weißt du, es sind beide im Paradies. Am Ende sind ja beide im Paradies. Aber dann macht sich Gedanken, weil er denkt, weil ihr müsst verstehen, jemand, der zuerst ist oder der als erster dran ist, das ist nicht dasselbe, auch in dieser Dunya. Auch in dieser Dunya, wenn du zuerst in einer Sache bist, der Erste, der ein iPhone kauft, der wird interviewt. Der Zweite wird nicht interviewt. Der Erste in der WM, der bleibt in der Erinnerung. Der Zweite, wer weiß, wer ist Zweiter in der WM geworden? Wenn ich jetzt 1994 Zweiter gewesen in der WM. Der Erste bleibt irgendwo immer in der Erinnerung. 94 war zu weit hinten. Ne? Ich hab den Zweiten schon vergessen. So, der Erste ist immer der in der Erinnerung bleibt. Also Talha ibn Ubaydullah macht Gedanken. Warum ist der in sein Bett gestorben ist, vor dem Schahid ins Paradies gekommen? Die gehen zum Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam und die erzählen diesen Traum und der Prophet sallallahu alaihi wasallam, er sieht diese Bewunderung, dieses Wundern in ihren Gesichtern. Dann sagt der Prophet sallallahu alaihi wasallam, von was seid ihr so gewundert, bewundert darüber, dass? Dann sagen wir, wie kann das sein, dass der Erste, dass der eine eher als der Schahid ins Paradies kommt? Dann sagt der Prophet sallallahu alaihi wasallam, alaysa qad makatha hadha ba'da husanna? Hat nicht der eine ein Jahr länger als der andere gelebt? Wa adraka ramadan fa salla kadha wa kadha? Und er hat auch den Ramadan erreicht und hat gebetet und getan und gemacht, hat seine Gebete vermehrt, sein Sujud vermehrt im Ramadan.
Dann sagen die Sahaba radiallahu anhum ja. Dann sagt der Prophet sallallahu alaihi wasallam, فَمَا بَيْنَهُمَا أَبْعَدُ مِنْ بَيْنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضَ. Was zwischen den zwei, den Shahid und der, der in sein Bett gestorben ist, Unterschied ist, ist wie die Erde und der Himmel. Weil der eine Ramadan erreicht hat und der andere nicht. Das heißt, wir sind in einem goldenen Monat. Oder der hat, nur weil der ein Jahr länger gelebt hat und der hat den Ramadan erreicht, ist er eher ins Paradies gekommen als jemand, der Schahid gefallen ist in einer Schlacht mit dem Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Das soll euch klar machen, in welchem Monat ihr euch gerade befindet, was ihr ergattern könnt und was ihr euch holen könnt in diesem Monat und wie sehr wir den nächsten Ramadan uns wünschen müssen. Weil für manche ist Ramadan Belastung. Aber Ramadan kann niemals Belastung sein. Dieser Hadith zeigt dir, dass der Ramadan wirklich der Grund dafür sein kann, dass du ins Paradies kommst. جزاكم الله خيرا وبارك الله فيك وعليكم السلام ورحمة الله تعالى وبركاته.